voll Geld unter seine Welt. Dann willst du während einer mir unbekannten kleine Straße. Und plötzlich hat er neue Schuhe. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Jetzt gehen wir. Geh zu Vinny. Wir treffen uns dort. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Steig ein. Wir müssen reden. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100.
Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht drum. Ghilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Holly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Trago Fuel Oil and Lubricants will keep your engine purring for longer than anything else on the market. Du benimmst dich da drin, okay? Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich hab nur die Tür im Auge. Hallo, Hübscher.
Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich. Und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Sag, wenn du soweit bist. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Jemand soll die Cops rufen! Thank you.
Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, Herr Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Thank you.
verdammt! Gott. Eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben.
ist auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja, aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt! Bitte! Was hat Billy angerichtet? Angst ist hier aufzutauchen! Glaubst du, mir macht das Spaß? Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe, Vergewaltiger, Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als
göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja, alles. Thank you.
Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Los, wir müssen weiter. Schickt ein paar Männer her. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und ab... Wo war ich gerade? Die Cops haben uns bemerkt, Tom! Wir haben ihn. Kollegen sind unterwegs. Er befindet sich jetzt in Chinatown. Jedenfalls. Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Und mich lässt du hier? Komm zurück! Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Wo gehst du hin? Komm zurück zum Wagen! Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach.